Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ich habe noch nicht mal das Mikrofon angelegt, sondern bin direkt aus dem Auto in die Kamera gesprungen. Wir sind am wundervollen Tegernsee. Sieht man da. Robin, halt mal die Kamera drauf. Tegernsee. Berge? Tegernsee. Also was du wahrscheinlich, wenn du in Dortmund lebst, von Bayern halt erwartest. Wasser, Berge. Wir sind bei Lola. Lola Paltinger. Wenn du einen Podcast von mir schon mal gehört hast, dann habe ich die Befürchtung, kennst du Lola. Aber bevor ich jetzt lang drüber rede, schauen wir einfach mal rein und sprechen mit ihr mal über das Thema Unternehmertum. Und ich kriege meine Zunge gewurschtelt. Für den Fall, dass jetzt der eine oder andere fragt, was um alles in der Welt macht der Kinzel eigentlich am Tegernsee mit Lola Paltinger und spricht über irgendwelche Dirndl oder sowas. Naja, ich glaube, dass es den Kanal auszeichnet, dass wir hier immer tolle Unternehmer auch in dem Kanal mal präsentieren und vorstellen. Und ich würde behaupten, wenn du jetzt ein Mann bist, frag mal deine Frau, ob die Lola Paltinger kennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagt, ja, ja, das ist die mit Paris Hilton und mit Dagmar Wörl und mit den ganzen Promis. Wie heißt die mit dem dicken Po? Ich habe dich das schon mal gefragt. Die Kim. Die Kim Kardashian. Mein Gott, nochmal, ich bin ja nicht so auf dem Level. Ne? Die gehen nämlich alle zu ihr und lassen sich Dirndl machen oder haben sie machen lassen und waren dann auf der Wiese unterwegs. Und wenn ihr Lola so ein bisschen verfolgt, werdet ihr feststellen, das ist schon eine ziemlich krasse Unternehmerin und genau darüber sprechen wir jetzt. Wie kommt man auf die Idee, hier als Unternehmer Dirndl zu verkaufen? Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin Mann, ne? Also natürlich finde ich Frauen in Dirndl wunderschön. Klar, ja. Logisch, jeder Mann findet also Frauen in Dirndl wunderschön. Also aber Herren in Tracht genauso. Also wirklich, muss man so. Also auf eine andere Weise natürlich, aber ja, du ja eher. Also aber wie kommt man auf die Idee? Ich hatte keine bessere Idee. Ja, da ist jetzt vielleicht die Geschichte ein bisschen lang, aber es war wirklich, ich habe, als ich mein Diplom auf der Modeschule in München gemacht habe und ich kam ja, wie gesagt, aus Mannheim, also drei Jahre war ich dann erst in München und war mit Freundinnen auf der Wiesn und wir sollten uns alle ein Thema für die Diplomarbeit aussuchen, das durfte man selber bestimmen, was man als Kollektionsrichtung macht und ich war auf der Wiesn mit Freundinnen mittags, blauer Himmel, wunderschön, die Fahrgeschäfte rauschten. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesagt, oh, ich mache Tracht. Das war genauso und dann habe ich das irgendwie lass mich mal aufhängen. Passt auf, ne? Ihr sagt immer, wie findet man Passion? Ich glaube, indem du dein Talent lebst. Und Lola hatte ein Talent für Mode, ein Talent für bestimmte Themen einfach, würde ich jetzt behaupten, so zusammenbringen von verschiedenen Richtungen vielleicht auch. Und hat es dann im Bereich Mode halt mit Tracht, das kam halt so, wie du schon sagst. Das kam wirklich so. Und was man dazu sagen muss, also mir ist inzwischen klar, dass ich da schon irgendwie ein Händchen für habe, auch Mixen, Stilrichtungen etc. Aber das war mir damals ja auch noch nicht klar. Ja, oder da war ich ja auch, gut, meine Mutter ist schon auch Modedesignerin, aber das war immer normal zu Hause, dass alles irgendwie mit Mode war. Aber ich trotzdem, ich habe mich da wirklich nicht ganz intensiv mit befasst. Ich fand es schön und habe gedacht, ach, mache ich das jetzt mal so. Und das war aber auch mit der Tracht gerade das Gute vielleicht, dass ich sehr unbedarft dran gegangen bin und wenig Hintergrundwissen hatte. Ich glaube, heute würde ich mich etwas mehr einschränken, was auch teilweise ja, aber dein Erfolg hat sich daraus ja ergeben. Also das ist halt, du weißt ja nie, was rauskommt. Ich habe mal Schuhe verkauft und mache jetzt Finanzdienstleistungen und Unternehmensberatung. Hätte ich wahrscheinlich mit 16 auch nicht zwingend behauptet, dass wenn einer mich in Kulmbach gesehen hat, gesagt, der macht mal Finanzdienstleistungen und Unternehmensberatung. Ja, die Wahrscheinlichkeit, aber das ist auch deine Passion, dein Können, dein Talent. Ja. Verkaufen. Und das hat sich halt dann in die Richtung entwickelt. Ja. Was trägt der Mann von heute auf der Wiesn? Also ich bin ja vorhin mal kurz durch deine Linien hier durch und habe mir so gedacht, okay, lass mich mal als Mann, was würdest du mir denn so mal ans Herz legen? Oh. Warte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich die richtige Größe treffe, aber, weil ich nehme jetzt einfach mal was. Nimm einfach alles, was klein ist. Was ich jetzt besonders schön für dich finde, darum geht's mir. Weißt du? Okay, das wäre jetzt ein bisschen einfach. Ich würde schon bei dir
Also die finde ich jetzt zum Beispiel mal so spontan schön. Du wirst jetzt mal als Weste. Ja, du wirst ja? jetzt wahrscheinlich sagen, ah, ja genau. Ich habe so eine Art an Weste zu Hause. Also siehst du? Ja, das hast du? Lola kennt mich einfach. Und machen, was ich suche was ganz Bestimmtes. Also Männer macht jetzt mehr dein Mann oder machst du das auch? Mein Mann. Schon, ne? Schon mein Mann, ja. Aber ich muss mich ja hier auch auskennen. Ja, er kennt ja. mich auch aus, ja, natürlich. Man, immer weiterentwickeln als Unternehmer, ganz wichtig. Genau, genau. Ich finde ja auch, ich weiß, du bist jetzt vielleicht nicht so mit dem Grün, aber ich finde, sowas würde dir auch stehen. Aber an sich hätte ich lieber gerne so ein bisschen noch eine etwas... Gibt es auch alles in Schwarz? Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber man muss jetzt. Naja, also. Ich habe übrigens als Lederhosen habe ich eine trachtlederne Hirschhosen. Ja, das ist ja. Deshalb hat man, ne? Immer. Und die hast du ja auch für dein Leben. Die hat und die das soll Leben. Ja so richtig Patina haben und ja. eben auch. Da ist schon ganz viel Wasser drüber gekippt worden. Ja, das ist bei mir sowieso eine dunkle Hose, also, ne, da sind wir ganz schwierig. Aber genau. Die ist wirklich mal eine braune Hose, die mir auch steht. Man mag es kaum glauben. Wie ist es so jetzt mit deinem Mann zusammen? Also würdest du jemanden anderen empfehlen, zu sagen, mit einem Ehepartner zusammen einen Laden zu haben? Naja, das kommt natürlich wirklich auf die Konstellation der Menschen bzw. der Charaktere an. Mhm. Also wir freuen uns total drüber. Ja, wir finden es toll, es tut uns gut. Mhm. Wir nerven uns eh nicht. Ich meine, es macht ja eh jeder sein Ding. Ja. Wobei manche Projekte ja dann auch automatisch zusammen entstehen. Also wir lieben es und trotzdem reden wir abends nicht unbedingt dann noch übers Geschäft. Ja, das ist ja immer so die Sache. Aber man muss auch nicht die Augen vorm Geschäft abends verschließen, je nachdem was anliegt. Ich glaube, es können nicht viele wirklich gut. Findest du, dass so Menschen wie Peso, also jetzt Justin, Grüße gehen raus, dass Jungs wie Peso oder wie Justin, die ja wirklich aus der Instagram- oder YouTube-Szene kommen und jetzt ein Modelabel machen, der Mode gut tun? Ja, finde ich ehrlich. Also, wir haben nichts gezahlt und es ist keine Werbung. Nee, das war jetzt auch total spontan. Ich bin da natürlich ein bisschen, also jetzt ganz ehrlich, auch immer wieder durch meinen Sohn, der da sehr affin ist, ganz klar. Sagen, aber ich finde es sehr gut und sehr wichtig, auch durch die neuen Medien oder die Möglichkeiten eben von ganz anderen dieses Seiten Internet da. Einzustellen. Ja, also das, weißt du, ich kann damit nicht umgehen, aber... Was? Wer hier redet, sie deutlich jünger als ich alter Mann. Halt so, was halt alle da so von reden, was sie da genau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ich empfehle dir, bevor das YouTube-Video jetzt 40 Minuten wird und wir könnten wieder sehr lange reden, es gibt einen wirklich mega Podcast zwischen uns beiden. Hör ihn dir an. Wenn dir das Video gefallen hat, drück mal auf Liken, kommentier es natürlich auch, folgen. Also wenn du möchtest, dass ich auch mal, ne, als Frau, wenn du was sehen möchtest, was geht so ein Dürndl, dann schreib mal in meine Kommentare rein. Lass deine Frau vielleicht auch mal unten die kommentieren und mach das nicht du selber, weil dann vielleicht die Damenwelt auch ein bisschen mehr mit, was hier am Tegernsee noch so passiert. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im nächsten Video, das mit Sicherheit auch bald wieder kommt. Denk dran, jeden Montag 18 Uhr, gleicher Kanal, geiles Video. Bis dahin, Jörg und... Lola. Ja. Hey, Wahnsinn. Fertig? Ja. Da, 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 da,